So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir möchten nämlich mal die Summer und die Winter Edition von diesem komischen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Red Bull Gedöns probieren. Das sieht nämlich so aus. Da habt ihr ein blaues, da habt ihr ein rotes. Was das genau ist, das gucken wir uns jetzt an. Der GmbH-Boy hat schon gesagt, das ist richtig genial. Das muss unbedingt mal probieren. Ich finde es lustig, dass jetzt, ich glaube, ich habe das im Sommer gekauft. Deswegen steht auch da, The Summer Edition. Komischerweise gab es im Sommer bei der Summer Edition auch The Winter Edition. Jetzt ist gerade Winter. Da ist es ja cool, wenn man die Winter Edition testet, aber komischerweise habe ich ja die Summer Edition immer noch. Also, ihr könnt, wenn ihr die beiden habt, es ist egal, wann ihr die trinkt, egal ob Winter ist, dann habt ihr ja die Winter und die Summer Edition, oder ob Sommer ist, dann habt ihr ja die Summer und Winter Edition immer parat. Das passt also jedes Mal. So sieht das hier also aus. Das müsste ja, ach so, ja, steht ja sogar drauf, Red Bull sein, The Winter Edition mit Gletschereis. Himbeere. Wir haben ja schon das Booster Eis gehabt, was wie Eisbonbon schmeckt. Das müsste also wie Eisbonbon mit Himbeer schmecken. Wir sind mal gespannt. Red Bulls Winter Edition und hier habt ihr natürlich noch Red Bull Summer Edition mit Wassermelone. Wassermelone gab es komischerweise auch von Booster, gibt es aber auch von Rockstar, gibt es von ganz viel. Und irgendwie hatte Adi gerade angefangen mit der Maus zu spielen und dann, als es hier laut wurde, ist er jetzt auf einmal weg. Ich glaube, Wassermelone schmeckt nicht so gut wie das Gletscher, Eis, Himbeer. Deswegen machen wir zuerst Wassermelone auf. Probieren mal Red Bull The Summer Edition. Es riecht auf jeden Fall etwas süß und da sind schon wieder überall Katzenhaare dran. Aber kein Problem, das steht ja den ganzen Tag auf dem Boden, sodass der Adi dran langstreifen kann. Ja, schmeckt auf jeden Fall nach Chemie und künstlich, weil Chemie ist ja künstlich. Mich würde es, wenn ich das so probiere, aber nicht an Wassermelone erinnern. Keine Ahnung, was davon Wassermelone sein soll. Es ist einfach nur süß und bitter gleichzeitig irgendwie so eine Mischung, aber ein angenehmer Geschmack ist das auf jeden Fall nicht. Also würde ich auch nicht nochmal kaufen. Ich glaube, alles, wo Wassermelone draufsteht, können die einfach in der Tonne rauchen, deswegen öffnen wir sofort hinterher die Winter Edition. Vielleicht schmeckt Wassermelone auch nur im Sommer, weil es jetzt eben Winter ist, schmeckt Sommer nicht und wir müssen Winter trinken. Wir probieren es Winter Edition mit Gletschereis, Gletscher, Reis, Himbeer. Das schmeckt gut, da kommt dieser Eisbonbon-Geschmack nicht so krass durch, weil er überdeckt wird von süßer Himbeere, finde ich also genial. Also das schmeckt, das kann man sich wirklich gönnen. Und ich dachte, da geht gerade die Tür auf. Egal. Wenn wir sagen, das schmeckt in der blauen Dose und das in der roten Dose schmeckt nicht so, braucht man natürlich Ersatz für die rote Dose und gönnen uns noch eine andere rote Dose, nämlich das 5-0er Dosenbier. Immer noch nicht gesponsert, aber trotzdem. Hauen wir uns rein, so muss es sein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ja auch schon die Summer Edition und die Winter Edition von Red Bull probiert. Was kennt ihr noch so für Editions? Und welche schmeckt euch am besten? Oder die Red Bull Cola oder das normale Red Bull? Schreibt's mal in die Kommentare.